Pen and Paper Frostcast. Moin Moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Und zwar möchte ich euch heute meine neue Homepage vorstellen, die ich gemeinsam mit den Patreons mittlerweile finanzieren und auch aufsetzen konnte. Ich hatte da sehr viel Hilfe, vor allem bei ein paar anderen befreundeten Projekten, die mich da unterstützt haben, und die möchte ich euch heute ein bisschen vorstellen. Ja, zum einen gibt es da natürlich ein paar Infos über mich, wenn euch sowas interessiert, aber darum soll es erstmal nicht gehen. Das sind dann eben nur so Sachen, die teilweise nötig sind. So, befreundete Projekte, da findet ihr dann natürlich ein paar Leute, die mich dann unterstützen oder mit denen ich gemeinsam meinen Weg gehe. Es geht dann sowohl um Foren, es geht um Blogs, um andere Podcaster und um andere YouTuber. Auch die Liste wird jederzeit erweitert. Natürlich findet ihr auch hier einen kleinen Link zu Patreon, falls ihr mich da unterstützen wollt. Ich habe bisher keine Werbung bei YouTube dafür gemacht und ich werde auch zukünftig keine machen. Es gibt zwar dann in den Beschreibungen, gibt es dann auch immer diesen Link, aber ich möchte euch damit nicht auf die Nerven gehen. Dann habe ich einen Blog, den hatte ich auch vorher schon mal, aber ja, ich dachte mir einfach, auch ich könnte mal so meine Gedanken ein bisschen abseits von YouTube-Videos zusammenfassen und habe mich dementsprechend dann auch um einen Blog bemüht, wo ich dann Sachen schriftlich zusammenfasse. Das sind dann ganz spannende Themen dabei, wo ich dann über Albträume oder so etwas rede. Aber, und das ist dann mitunter der größte Grund, warum ich mich dann jetzt auch für einen eigenen Webspace entschieden habe, es gibt einen neuen Podcast, den ich dann anlässlich von ja diesem Namen dann den Frostcast genannt habe. Da habe ich dann einfach mal bei Twitter gefragt, was wäre denn so möglich, was würdet ihr euch dann so vorstellen? Und ja, ich habe mittlerweile schon eine Folge draußen. Die zweite Folge steht den Patreons bereits zur Verfügung. Da geht es dann um die Welt der Dunkelheit und ich habe bereits eine dritte und eine vierte Folge aufgenommen. Die werden jetzt noch geschnitten und wenn ich das getan habe, dann werden die natürlich auch erstmal bei Patreon hochgeladen und dann später hier in die Webseite eingepflegt. Es ist also alles, was ihr hier findet, ist natürlich dann auch umsonst. Ihr könnt euch einfach nur dann ja erkenntlich zeigen, wenn ihr das denn mögt. Also, die Homepage einmal vorbeischauen, speichert euch das gerne ab, wenn ihr mögt, könnt auch gerne kommentieren, bewerten. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch mitschreiben beim Blog. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt mich einfach mal an. Dann nehme ich auch gerne Content von euch an, das stelle ich euch auch gerne zur Verfügung, wenn ihr da irgendwie ein spannendes Thema habt, und dann können wir das gemeinsam aufbereiten. Ja, hier ist dann nochmal Warhammer 40k, also da eine Einführung in die Welt. Und ich habe den Podcast auch schon bei iTunes reingeladen. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen die Bestätigung bekommen, dass man mich da auch im Shop findet. Ist natürlich umsonst, müsstet ihr einfach mal suchen. Ich werde euch das auch nochmal in die Beschreibung reintun. Wenn ihr mir helfen mögt und deswegen dann noch diese Ankündigung, unter anderem natürlich dann wegen dieser Homepage, aber eben auch, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt bei iTunes. Klickt mal unten auf den Link und lasst mir eine Bewertung da, gerne die 5 Sterne, das würde mich zumindest sehr weiterbringen, denn die helfen mir, dass ich bekannter werde, oder die helfen uns, dass wir bekannter werden, so rum. Und das ist eigentlich so das, was ich euch hier ja vorstellen möchte, der Frostcast. Wir sprechen mit verschiedenen Experten über viele, viele Welten, möchten die jedes einzelne Mal vorstellen, fangen dann bei Null an, damit dann eben jeder, der daran Interesse hat, sich dann eine Meinung zu dem Thema bilden kann und sich dann noch weiter selber einlesen kann, wenn er dann Blut geleckt hat. Ja, so Warhammer ist zum Beispiel drin, Warhammer Fantasy wird jetzt noch kommen, das muss ich noch schneiden, Cthulhu, dann reden wir über die Hollow Earth Expedition, wir reden über Song of Ice and Fire, wir reden über Shadowrun, über WoD kann man natürlich auch nochmal ganz, ganz viele einzelne Themen aufmachen mit Vampiren und so weiter, aber darum soll es gehen. Gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.